An einem verhangenen Sonntagmorgen führt uns der Weg in den Westen Berlins. Die Sportfreunde Klado laden zum 12. Long-Distance-Crosslauf ein. In 5 verschiedenen Läufen gehen Teilnehmer aller Altersklassen und verschiedener Vereine an den Start. Wir sind heute beim Long-Distance-Crosslauf, dem 12. insgesamt. Wir haben am Anfang erstmal die Kinderläufe auf dem Programm. Das sind die 1000 Meter für die ganz Kleinen. Dann haben wir die 1500 Meter für die Schüler. Und dann kommen die Jugendcrossläufe mit sehr, sehr starker Beteiligung. Die gehen über 2 Kilometer. Dann kommt der Volkscrosslauf über 4,35, eine Runde. Für Nordic Walking, für Läufer, für Walker, aber auch für welche, die etwas kürzer laufen wollen. Und dann kommt der Hauptlauf über 8,6 Kilometer mit 2x2 Bergen. Anstrengend, also schon sehr gute Beteiligung. Die Kleinen machen den Anfang, die Kinder- und Schüler-Crossläufe muss man mit einer Länge von 1100 und 1500 Meter erstmal meistern. Für die Nachwuchs-Crossläufer der Altersklassen U8, U10 und U12 scheint das jedoch kein Problem zu sein. Beim Jugendcross über 2000 Meter wird es schon etwas fordern. Das Wetter hilft beim Bewahren eines kühlen Kopfes mit. Am Ende sind die U14, U16 und U18 natürlich erschöpft, aber trotzdem jeder um eine Medaille reicher. Zwischendurch darf natürlich eine Stärkung nicht fehlen. Wer im Kalten läuft, muss sich warm halten. Für Kaffee, Kuchen und sonstige Getränke ist daher natürlich gesorgt. Der Jedermann-Cross ist der erste der 2 Hauptläufe des Tages. Hier gilt es, eine beachtliche Strecke von 4,35 Kilometer zu passieren. Gerade erst losgelaufen, da stehen auch schon die ersten Ergebnisse fest. Oskar Meinusch vom SCC Triathlon Berlin ist dem Zweitplatzierten deutlich über eine Minute voraus. Mit einer Zeit von 16,07 passiert er die Ziellinie und ist natürlich überglücklich. Ist der Lauf einfach super gelaufen. Also ich habe mich vorher nochmal eingelaufen und alles mit meiner Trainerin. Und also ich bin total zufrieden mit dem Lauf. Besonders weil es nochmal so ein letzter Formcheck vor der Kadersichtung nächste Woche ist beim Triathlon. Ja. Beim 8,6 Kilometer Crosslauf, damit dem letzten Lauf des Tages, gehen nochmal eine Menge Teilnehmer an den Start. Die Strecke ist anstrengend. Der 5. Lauf ist die größte Herausforderung des Tages. Zügig ziehen die Teilnehmer ihre Runden, sogar Rotkäppchen läuft mit. Christian Kranich überquert nach knapp 31 Minuten erschöpft die Ziellinie. Mit einem Abstand von 2 Minuten hat er einen ordentlichen Vorsprung. Ja, also zu dieser Jahreszeit komme ich eigentlich gerne zu solchen familiären Cross- und Waldläufen. Ich habe gerade mit dem Training angefangen die letzten Wochen und nutze das, um fit zu werden durch das Gelände, das abwechslungsreiche Wetter und auch das Gelände. Macht immer sehr viel Spaß und es sorgt dafür, dass ich früh aufstehe Sonntag und mein Training schon weg habe. Im Nieselregen laufen die Letzten noch durchs Ziel. Glücklich im Ziel angekommen, wird stolz mit den Medaillen posiert und sich ordentlich gefreut. Wer nicht zufrieden mit seiner Platzierung ist, bekommt im nächsten Jahr sicher nochmal die Chance, egal ob bei Regen oder Sonnenschein. Die 13. Ausgabe des Long-Distance-Crosslaufs von den Sportfreunden Klado kommt bestimmt.